Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Was für eine Einladung. Eine Einladung, die Jesus jedem Einzelnen von uns in dieser Woche an jedem Tag neu zurufen möchte. Kommt, kommt her zu mir. Kommt zu Jesus heißt glauben, sich stärken lassen von dem Herrn, der jeden persönlich meint. Nicht kommen in die Gemeinde oder folgen anderen geistlichen Autoritäten, sondern Jesus sagt, kommt zu mir, Jesus, Christus. Ich will euch einladen, euch all eure Mühe tragen, helfen und euch erquicken. Lassen wir uns in dieser Woche dazu ermutigen, diese Einladung nicht auszuschlagen, sondern uns dem Herrn immer wieder neu zuzuwenden. Und so lasst uns nun in der Gewissheit, dass unser Herr unter uns ist, diesen Gottesdienst feiern. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich lese uns Psalm 36, die Verse 6 bis 10. Der Reichtum der Güte Gottes. Herr, deine Güte reicht, soweit der Himmel ist, und deine Wahrheit, soweit die Wolken gehen. Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes,
und dein Recht ist die große Tiefe. Herr, du hilfst Menschen und Tieren. Wie köstlich ist deine Güte. Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Zuflucht, deiner Flügel Zuflucht haben. Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses und du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Lasst uns zum Gebet aufstehen. Wir danken dir, lieber Vater im Himmel, an diesem Morgen für deine Zusage, dass du für uns da bist, gerade dann, wenn wir mühselig und beladen sind. Du hast unsere Schuld vergeben, du schenkst uns dein Heil. Hilf uns, jeden Tag neu im Vertrauen auf dich zu leben. Hilf uns, ein Segen zu sein und Zeugen deiner Wahrheit und Liebe. Danke für die Gemeinschaft, die du uns schenkst. Danke für dein Wort. Dich loben und preisen wir. Dich beten wir an, durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn. Amen. Ich lese aus Lukas 14, die Verse 16 bis 24, das große Abendmahl. Er aber sprach zu ihm, es war ein Mensch, der machte ein großes Abendmahl und lud viele dazu ein. Und er sandte seinen Knecht aus, zur Stunde des Abendmahls den Geladenen zu sagen, kommt, denn es ist alles bereit. Und sie fingen an, alle nacheinander sich zu entschuldigen. Der Erste sprach zu ihm, ich habe einen Acker gekauft und muss hinausgehen und ihn besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und der Zweite sprach, ich habe 5 Gespanne Ochsen gekauft und ich gehe jetzt hin, sie zu besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und der Dritte sprach, ich habe eine Frau genommen, darum kann ich nicht kommen. Und der Knecht kam zurück und sagte das seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht, geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und führe die Armen, Verkrüppelten, Blinden und Lahmen hinein. Und der Knecht sprach, Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast. Es ist aber noch Raum da. Und der Herr sprach zu dem Knecht,
Geh hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, dass mein Haus voll werde. Denn ich sage euch, dass keiner der Männer, die eingeladen waren, mein Abendmahl schmecken wird. Ich glaube an Gott, den Vater. Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten.
Lasst uns beten. Herr, mach du unsere Herzen und unsere Ohren ganz weit auf, dass wir dein Wort verstehen können. Amen. Es gibt einen Bibelvers, mit dem kann man wunderbar evangelisieren, also den Menschen von Jesus erzählen. Offenbarung 3, Vers 20. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Von einer Freundin weiß ich, dass dieser Bibelvers ihr den Rest gegeben hat, sich ganz zu Jesus zu bekennen, also ihr Leben Jesus anzuvertrauen. Also aus diesem Vers kann man eine Menge machen. Doch für eine ganze Predigt galt natürlich nicht aus dem Zusammenhang reißen, denn dieser Vers steht in einem der 7-Cent-Schreiben. Und das sollte Johannes aufschreiben. Und es ging an die christliche Gemeinde in Laodicea. Und es hat es wirklich in sich. Ich lese Offenbarung 3, die Verse 14 bis 22. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, das sagt der, Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du doch kalt oder warm wärest. Weil du aber lau bist, weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und habe mehr als genug und brauche nichts. Du weißt nicht, dass du elendig und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutet ist, damit du reich werdest, und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tu Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf dem Thron sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinem Thron. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ich habe heute 3 Punkte für euch. Sie haben Post. Horch, was kommt von draußen rein und schau mal, wer da klopft. Der erste Punkt, Sie haben Post. Das 7-Cent-Schreiben ging, wie gesagt, an die Gemeinde in Laodicea. Wie hat die Gemeinde wohl auf dieses Schreiben reagiert? Was für harte Worte. Weil du aber lau bist, weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Das ist heftig. Stellt euch das mal vor. Christus, Jesus Christus droht, die Gemeinde in Laodicea auszuspeien. Also, wenn es um Kaffee geht, kann ich das noch greifen. Also, wenn mir jemand einen lauwarmen Kaffee serviert, nee, das ist nicht wirklich lecker. Aber in Bezug auf eine ganze Gemeinde, was meint Jesus damit? Schauen wir uns die Gemeinde doch mal an. Jesus spricht hier die Christen im 1. Jahrhundert an und Laodicea war damals reich, wirtschaftlich und medizinisch berühmt und bekannt. Da war diese wertvolle, schwarze, glänzende Wolle, die für die Herstellung von Tüchern und Kleidung und Teppichen diente. Daher wohl auch die Anspielung von Jesus, die richtigen Kleider zu kaufen. Und durch die circa 10 Kilometer langen Wasserleitung wurde das so angenehme und gesunde Thermalwasser herangepumpt. Das brachte auch gut betuchte Besucher in die Stadt und die spülten das Geld in die Kasse. Allerdings war das Wasser beim Ankommen nur noch lauwarm. Daher vielleicht auch der Vergleich von Jesus, nur noch lau zu sein. Laodicea war auch berühmt für die heilende Augensalbe. Hier auch der Hinweis von Jesus, sich doch lieber eine gesalbte Augensalbe zu nehmen, damit sie wieder das Richtige und das Wichtige sehen können. Laodicea war also sehr reich. Das sagt ja auch ganz deutlich der Bibelvers 17. Du sprichst, ich bin reich und habe mehr als genug und brauche nichts. Tatsächlich zählte Laodicea zu den reichsten Städten der Welt. Als die Stadt im Jahre 60 nach Christus von einem Erdbeben zerstört wurde,
Da wiesen die Bürger jede Hilfe von Seiten der römischen Verwaltung ab. Die Stadt war so reich, dass sie das ohne andere Zuschüsse, also aus eigenen Mitteln, wieder aufbauen konnten. Das ist ja nicht verwerflich. Aber anscheinend brüstete sich Laodicea mit seinem Reichtum und ersetzte den Heiligen Geist anscheinend durch den Geist der Selbstzufriedenheit und der Arroganz. Jesus hatte in seinen Augen nicht mal mehr irgendeine folgsame Tugend gesehen bei ihnen oder irgendein positives Verhalten. Im Gegensatz zu den 6 anderen Sendschreiben, Gemeinden, die ihre Sendschreiben erhalten hatten. Und somit war Jesus raus aus der Gemeinde. Der 2. Punkt. Horch, was kommt von draußen rein? Also diese Sendschreiben sind ja speziell an eine Gemeinde in eine bestimmte Situation gerichtet. Dann hat es doch eigentlich nicht mehr so viel mit uns zu tun in der heutigen Zeit. Aber in der Bibel gibt es nun mal keine überflüssigen Worte. Also hat es das wohl doch was zu sagen. Sehr klar zeigt Jesus hier auf die christlichen Gemeinde und dass andere Götter dort nichts zu suchen haben. Als heiliger Gott hat Jesus den Anspruch, allein in der Gemeinde Gottes zu wohnen. Unreines wie Gier oder Selbstzufriedenheit, Zügellosigkeit, Götzen, Lügen, Okkultes oder Offenheit für alles und jeden. Halt alles, was nichts mit ihm zu tun hat. Das gehört auch heute nicht in die Gemeinde Jesu. Jesus geht, wenn andere Götter geladen sind. Das passt halt auch nicht, denn der Sohn Gottes ist heilig. Er ist rein. Wir müssen wachsam sein, denn dem Teufel passt es gar nicht, wenn in einer Gemeinde Jesus wohnt. Und er wird uns immer wieder unreine Geister schicken oder Stress oder Unmut, die uns stressen sollen. Also, wer Ohren hat, der höre. Horch, was kommt von draußen rein? Wie sehen denn die Gemeinden in Deutschland so aus? Wir sind ja Landeskirche. Ist die Landeskirche lau geworden oder kann Jesus zufrieden sein mit uns? Eigentlich sind wir Christen doch ganz gut, oder? Aber warum kommen so wenig Leute in die Kirche? Gottesdienste, wenig besucht. Warum treten die Menschen aus? Warum wollen sie nichts mehr von Gott wissen, obwohl wir Christen doch so bunt sind, so tolerant und weltoffen? Müssen wir uns fragen, ob wirklich alles so gesegnet ist, was wir so predigen, was in den Kirchen los ist? Ist das wirklich alles so gesegnet? Oder ist das Christentum vielleicht zu liberal oder zu weltoffen geworden? Brennen wir Christen in der Landeskirche wirklich noch für Jesus? Was verkündigt denn eine Gemeinde, die nicht mehr für Jesus brennt? Ist es vielleicht das, dass manch Pastor vielleicht noch nicht mal mehr das glaubt, was er wirklich predigt? Oder wenn Jesus nur noch als guter Mensch und nicht als Sohn Gottes verkündigt wird? Wenn Jesus nicht mehr wirklich auferstanden ist von den Toten? Wenn das Evangelium nicht mehr richtig verkündigt wird? Oder wenn man auch die Hölle nicht mehr erzählen, von der Hölle nicht mehr erzählen darf? In vielen Gemeinden gibt es eine ganz tolle Gemeinschaft. Nette Predigten und ein guter Gott wird verkündigt. Doch Jesus steht vor der Tür. Das Sendschreiben an Laodicea beschreibt den Zustand vieler Gemeinden in unserer Zeit. Und das Verhalten in manchen Gemeinden zeugt nicht davon, dass alle auf Jesus schauen. Habt ihr bestimmt auch mal schon gehört, solche Sätze wie, nee, wenn der in Gottes oder die in Gottesdienst kommt, komme ich nicht. Oder, ach, der ist doch nicht demütig genug. Oder, na, so richtig gläubig ist der doch oder die doch nicht. Wir sollten uns öfter an Matthäus 7, Vers 3 bis 4 halten. Deshalb siehst du den Splitter in dem Auge deines Bruders und bemerkst aber den Balken in deinem Auge nicht. Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt still, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen. Dabei ist der Balken doch in deinem Auge. Manchmal frage ich mich, warum wir Menschen, und seien wir mal ehrlich, auch gerade wir Christen es uns so kompliziert machen. Und wir Christen, wir können untereinander auch ganz schön unbarmherzig sein, auch innerhalb einer Gemeinschaft. Und es wäre gut,
wenn wir Jesus die Be- und Verurteilung überlassen, wer gläubig ist oder bußfertig genug oder das Urteil zu fällen, weil der oder die anders ist, so wie wir das gerne hätten. Jesus prüft auch den Zustand jeder einzelnen Gemeinde heute noch. Schauen wir doch mal auf Bülow. Was würde in unserem Sendschreiben stehen? Würde Jesus auch zu uns sagen, wir sind elendig, jämmerlich, arm, blind und bloß, lau, einfach zum Ausspeien? Ich meine, generell klingen diese Worte nicht gerade ermutigend. Das klingt auch irgendwie gar nicht so nach diesem liebevollen Jesus, an den wir glauben. Was für eine schreckliche Vorstellung. Und ich hoffe von Herzen, dass wir in Jesu Augen nicht lau sind, dass wir das Evangelium klar verkünden. Also wir sind mit Sicherheit nicht perfekt und vielleicht auch in manchen Dingen lau, abgewichen oder nicht rein, nicht einig und vieles andere mehr. Nein, perfekt sind wir nicht. Jesus weiß das und das beruhigt mich. Und ich hoffe, dass wir alle Ohren haben zum Hören, denn er weist uns auf unsere Fehler hin. Es gibt ja 7 Sendschreiben und in allen dieser 7 Gemeinden findet Jesus etwas, was besser werden kann und besser werden muss. Ich denke, wir finden uns in allen 7 Sendschreiben wieder, mal mehr, mal weniger. Wichtig ist es, dass wir uns immer wieder hinterfragen, voller Demut vor den Herrn treten und immer darauf achten, dass wir Jesus nicht draußen stehen lassen, sondern ihn in unserer Mitte haben. Er ist unser Herr, er ist derjenige, der uns hier segnet, der dafür sorgt, dass wir das Wort verstehen. Er ist derjenige, der hier jeden Einzelnen persönlich anspricht, auf eine andere Art. Wir müssen weiter Gottes Wort verkünden, die Bibel als Wegweiser nehmen, den Menschen von der Liebe Gottes erzählen, von den Möglichkeiten, die Lasten und die Sünde loszuwerden. Wie wichtig ist es zu erklären, dass wir Jesus als unseren Heiland annehmen müssen, um in die Ewigkeit zu kommen. Wir müssen von der Hölle reden. Die Menschen gehen verloren ohne Jesus und das müssen sie wissen. Die Menschen müssen erfahren, dass man keine Angst vorm Tod haben muss, denn Jesus hat den Tod besiegt. Wir dürfen in seine Ewigkeit. Und Jesus nimmt uns als Werkzeug. Menschen, die Jesus nicht kennen, die schauen auf uns. Und je näher wir an Jesus sind, desto mehr gebraucht er uns. Er gibt uns oft die Gelegenheit, von ihm zu erzählen, im privaten Rahmen oder im beruflichen Umfeld. Wir müssen von diesem wundervollen Frieden erzählen, den nur Jesus geben kann. Passen wir also auf und horchen, was von draußen reinkommen will. An falschen Götzen, an Göttern, an Streit, an Unmut. Und beten wir darum, dass Jesus in unserer Mitte bleibt. Der 3. Punkt. Wer klopft denn da? Manche haben Jesus vielleicht noch gar nicht in ihr Herz gelassen, weil sie diese Botschaft von Jesus noch gar nicht ganz fassen können oder vielleicht auch noch nicht genug von Jesus gehört haben. Andere stehen vielleicht gerade am Anfang und sind kurz davor, diesen Schritt zu tun, zu Jesus Ja zu sagen. Einige von uns sind schon viele, viele Jahre lang fest im Glauben und lernen trotzdem immer noch wieder dazu, kämpfen darum, vom Teufel nicht angefochten zu werden. Auch gläubige Menschen verlaufen sich und gehen falsche Wege. Jesus spricht in diesem Brief harte Worte, die man erstmal verdauen muss. Was wäre denn, wenn dieser Brief an unsere Gemeinde ginge? Oder etwa an mich persönlich? Das ist erschreckend. Und trotzdem sind diese harten Worte voller Liebe. Jesus will nicht, dass wir gefügig werden. Er will uns als seinen geliebten Kinder die Möglichkeit zur Umkehr geben. Er will nicht, dass wir verloren gehen. Das kommt ganz klar im Text raus. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. Sei nun eifrig und tue Buße. Jesus sagt also, wen er zurechtweist, ja, weil er uns liebt. Manchmal schickt er uns etwas, an dem wir zu knabbern haben, um zu wachsen. Oder er will uns züchtigen und uns zurechtweisen. Wenn wir Buße tun, werden wir auch umkehren können. Wenn wir um Vergebung bitten, dann kann Heilung geschehen.
Wie gut tut es, Unrecht einzusehen und Vergebung zu erlangen. Also lasst uns darum beten, dass wir erkennen, wo wir Vergebung und Demut auch nötig haben, wo wir Jesus außerhalb lassen. Wer Ohren hat, der höre. Jesus wartet nur darauf, dass jeder einzelne Mensch zu ihm umkehrt, zu ihm kommt, zu ihm gehört. Denn er sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Was ist das eigentlich für ein großer Gott, der um unsere Liebe wirbt? Er klopft an. Anklopfen ist ja ein Zeichen der Höflichkeit. Also wir machen das ja meistens schon so, dass wir anklopfen, so als Signal, ich betrete jetzt dein Terrain und stürme dann gleich rein. Aber höflicher ist es, zu warten, dass der drinnen sagt, herein, und man dann erst den Raum betritt. Jesus macht das so. Er bittet um Einlass. Welcher Gott, welcher Religion macht das? Und jetzt kommt die große Frage. Hast du das Klopfen von Jesus an deinem Herzen schon gehört? Hast du dich schon mal gefragt, wer da anklopft, wenn dir auf einmal Fragen ins Herz kommen über Gott? Oder wenn du dich hinterfragst, ob das alles so richtig ist, was du so glaubst? Wenn du spürst, da ist etwas, was du auch haben möchtest? Oder wenn du spürst, dass es Zeit ist, wieder umzukehren? Hast du ihm aufgemacht? Jesus macht sich bemerkbar. Er spricht zu dir, dass du es hörst oder dass du es spürst, dass du gemeint bist. Durch eine Predigt, durch andere Menschen, durch das Lesen in der Bibel, auch durch Leid. Er hat viele Möglichkeiten, zu uns zu sprechen. Wer Ohren hat, der höre. Aber er wartet. Und wenn du Ja sagst zu Jesus, ihn in dein Herz einlässt, dann wird er eintreten und das Mahl mit dir halten. Und das heißt nicht, dass er eine Stulle mit dir essen will, sondern es bedeutet, dass er einen Bund mit dir schließt. Du bekennst ihm deine Sünden und deine Gottlosigkeit. Du sagst ihm, dass du zu ihm gehören willst. Und wenn du glaubst, dass er Gottes Sohn ist, dass er für dich ans Kreuz gegangen ist und wieder auferstanden ist, dann wirst du eines Tages mit ihm in der Ewigkeit sein. Das ist die Möglichkeit, die er sich ausgedacht hat, um ganz klare Sache zu machen mit ihm. Jeder, der das anerkennt, ist gerettet. Jedes dieser 7 Sämtschreiben endet mit wer Ohren hat, der höre. Also sperren wir die Ohren auf. Als Gemeinde und als Christen sollten wir demütig und liebevoll sein. Genau hören, welcher Geist spricht. Hinterfragen, sind wir lau geworden? Haben wir Umkehr nötig? Vergebung? Wo haben wir den falschen Weg eingeschlagen? Wir müssen Gottes Wort lesen. Und wir müssen Petrus 5, Vers 8 immer im Gedächtnis behalten. Seid nüchtern und wachet, euer Widersacher der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Also Jesus fest im Blick behalten. Wer Ohren hat, der höre. Jesus steht auch vor deinem Herzen und klopft an. Er klopft bei dir, wenn du im Moment die falschen Wege gehst. Er klopft bei dir, solltest du ihn noch nicht im Herzen haben oder noch nicht so richtig an ihn glauben. Hör mal genau hin. Er steht auch vor deinem Herzen und klopft. Er liebt dich, er will dich als sein Kind, denn wir sind alles geliebte Kinder. Gott will mit uns zusammen sein. Was für ein Privileg. Sagen wir Ja zu ihm. Amen.
unser Gott und Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns so sehr liebst, dass wir dir nicht egal sind, dass du dich mit uns befasst und dass du uns im Notfall auch zurückholst und im Notfall züchtigst, im Notfall das tust, was notwendig ist, dass wir zu dir zurückfinden. Und wir danken dir, dass du immer wieder vor der Tür unseres Herzens und unseres Lebens stehst, um anzuklopfen, nicht um uns zu zwingen, sondern um Einlass zu begehren. Wir danken dir, dass du unser Leben ganz neu machen kannst und willst. Und wir bitten dich, hilf du, dass wir dir die Tür unseres Herzens immer wieder neu öffnen. Wir danken dir für unsere Gemeinde. Wir danken dir für die Möglichkeit, dein Wort zu hören. Wir danken dir für die Möglichkeit, Gemeinschaft miteinander zu haben. Und wir bitten dich, dass du es schenkst, dass wir das dazu nutzen, um Menschen einzuladen, um das weiterzusagen, was wir von dir her empfangen. Wir danken dir dafür, dass du uns das als Möglichkeit gibst. Wir danken dir für diesen Tag, für die Gemeinschaft in diesem Gottesdienst, für die Lieder, für die Gebete, für dein Wort. Und wir wollen dich bitten in dieser Stunde für unser Volk und Land, dass du dich erbarmst über die, die Entscheidungen zu treffen haben, die zu entscheiden, die zu bestimmen haben. Wir bitten dich, erbarme du dich über die, die Verantwortung tragen, Politik, in Wirtschaft und auch in den Kirchen. Schenk du es, dass sie ebenso wie wir auch dich einlassen in ihr Herz, in ihr Leben und dich bestimmen lassen und dann so entscheiden, wie es vor dir richtig ist. Schenk du uns Politiker, die das tun. Schenk du uns in der Wirtschaft Leute, die dich kennen und denen es nicht nur um Gewinne geht. Schenk du uns in den Kirchen Leute, die dein Wort ernst nehmen und darauf basierend ihre Entscheidungen treffen. Und schenk du es, dass wir unser Leben an deinem Wort auszurichten bereit sind, jeden Tag neu. Wir danken dir, dass du mit uns gehst in die vor uns liegende Woche, in die vor uns liegende Zeit und dass du diese Welt in Händen hältst und wir deswegen zuversichtlich und getrost sein können. Und so wollen wir dich in dieser Stunde auch für die bitten, die um deines Namens willen verfolgt werden. Hilf du ihnen, dass sie die Kraft haben, an dir festzuhalten und ein Segen zu sein für die, die sie verfolgen. Und so befehlen wir uns dir an und tun das mit den Worten, die du, deine Jünger und damit auch uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht hin im Frieden unseres Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.